Ich mag Sand nicht. Er ist kratzig und rau und unangenehm. Er ist einfach überall. Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Das ist, glaube ich, das Grundproblem. Besser hätte ich es nicht formulieren können. Oh, hey. Ja. Nur zu eins. Ja, das hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Das werden wir in den nächsten Folgen. Ich möchte auch mal fürs Protokoll sagen, dass wir ja schon den Boden des Jahres präsentiert hatten. Christoph, ich habe dich nicht darauf hingewiesen, weil wir in der Folge auch irgendwas mit einem Swingerclub hatten. Und ich dachte so. Audi ho, herzlich willkommen zur 98. Episode unseres Medien- und Presse-Podcasts Voll in die Presse. Mit großen Schritten nähern wir uns der 100, aber schon heute wollen wir hier ein kleines Feuerwerk abzaubern, gleichzeitig aber auf der Erde bleiben. Mal sehen, ob wir das gleich noch aufgreifen können. Erstmal herzlich willkommen auf der Ponderosa und das heißt, wir sind im Kellerstudio hier bei mir, Ben Cartwright. Es ist alles erleuchtet. Wäre das ein Videopodcast, würde man es sehen. Ist es aber nicht, so müsst ihr es euch einfach nur vorstellen. Frage in die Runde, die natürlich wieder vollzählig vertreten ist. Prollo Ferrari, Beef Rogers, Summer am Zoom-Gerät. Was wir heute machen, das lasse ich euch jetzt einfach mal erraten, denn ich habe die ganze Woche im Tonstudio gestanden, um das Thema des heutigen Tages in einer musikalischen Darbietung, ja, euch zu kredenzen. Und wer genau hinhört, weiß auch, und das stelle ich auch gleich noch vor, dass wir heute nicht ganz alleine sind. Aber hört doch erstmal zu. Ich gehe an den Strand, da gibt es schönen Sand, doch manchmal gibt es keinen, dann besteht der Strand aus Steinen. Lass uns darüber sprechen und dabei kräftig zechen, das machen wir am besten mit unseren klugen Voll in die Presse. Ist im Posant, im Hinterm Scheide, im Arsch gerüllt. Wir sprechen über Sand, Sand, Steine, gerüllt. Heute geht's um Sand, Sand, Steine, ja, das geht jetzt immer so weiter und dieser Smash-Hit wird in den nächsten Tagen auf unseren sozialen Medienkanälen rausgehen. Wie gesagt, ich habe keine Zeit und keine Mühen gescheut, um das Thema Sand so attraktiv wie möglich zu machen. Sand, Steine, Geröll und da brauchen wir natürlich fachkräftige Unterstützung. Ich habe es gerade schon anklingen lassen, wir haben kluge Gäste, Gästinnen. Mit der Gästin fange ich an. Da ist die Monte, die heute per Zoom zugeschaltet. Herzlich willkommen. Hallo. Cool. Kurz und knackig. Und dann haben wir noch einen Experten, einen Kollegen, den Christoph, der den Podcast Soilcast betreibt. Und Soil für die Franzosen unter euch ist ja das englische Wort für Erde, schätze ich mal. Oder keine Ahnung. Du wirst es uns gleich erklären. Beziehungsweise darfst dich auch gleich vorstellen. Christoph, herzlich willkommen auch an dich. Hallo und herzlich willkommen. Natürlich auch Mund von mir. Schön, dich kennenzulernen. Am Anfang gleich eine Richtigstellung, ist natürlich Boden. Ja? Boden, ja, ich bin nicht drauf gekommen. Wait a minute, who are you? Mag die Monte vielleicht anfangen und einfach mal sagen, wer du bist. Okay, ich bin Monte. Nein. Ich bin Geologin, das heißt, ich interessiere mich für Steine. Einige finden das lustig, ich nicht. Ich finde das Thema sehr ernsthaft zu betrachten. Und ich bin eher Tiefengeologin, also interessiere mich für die tieferen Erdschichten. Aber ich kann auch mal eine Ausnahme machen und nur die Oberfläche angucken. Das ist schön. Das ist schön. Also da haben wir das Thema Steine auf jeden Fall schon mal als Interessens- und Fachgebiet, also fachkundig vertreten und dann den Bodenexperten Christoph. Wie bist du auf das Thema gekommen? Ich vermute, du hast es studiert. Ja, ich habe mal sowas studiert, was Management natürliche Ressourcen hieß mit Spezialisierung auf Bodenkunde.
Da muss man schon ganz schön vergiebt sein, um das machen zu können. Und bei mir bleibt es oberflächlich tatsächlich. Ja, Böden sind per Definition an der Erdoberfläche zu finden, sodass das, glaube ich, eine gute Ergänzung zu Montes Expertise aus der Tiefe ist. Cool. Wie inwiefern spielt denn Sand bei euch jeweils in euren entsprechenden Höhen oder Tiefen eine Rolle? Also ja. Kommt der auch vor oder ist das schon ein Thema? Weil ich habe jetzt die Böden des Jahres der letzten Jahre durchgegangen, da war Sand jetzt noch nicht so präsent. Kommt das noch nächstes Jahr oder ist das schlecht? Das wird auf gar keinen Fall kommen. Allein schon deswegen, weil Sand per Definition halt kein Boden ist, ne? Also von Sand, und da steige ich jetzt mal schon mal so in den fachlichen Bereich ein, sprechen wir eigentlich bei einem Lockersediment mit einer definierten Korngröße, ne? Ich habe das mal rausgesucht. Das Deutsche Institut für Normung gibt da natürlich auch eine Norm 4022 heraus. Mir sagt eben, dass Sand ein Lockersediment mit einer Korngröße zwischen 0,063 und 2 Millimetern ist. Im Boden, da gehört noch eine ganze Menge mehr dazu. Da brauchst du dann Pflanzenbewuchs, du brauchst auch noch organisches Material, was aus toten Pflanzenresten kommt etc. Dann wird dann irgendwann mal ein Boden draus. Aber Prollo, leider Boden des Jahres, Sand wird es deswegen leider nicht geben. Das ist schade. Beim Thema Korngrößen, da kenne ich auch noch 0,2 und 0,4. aber ja gut, dann machen wir trotzdem hier weiter. Auch wenn der Sand vielleicht in der Hinsicht enttäuscht. Ich darf schon mal teasern, ich habe sogar ein ganz krasses Thema mit Atomsand mitgebracht. Okay, das übernehme ich da. Ich habe ein Thema, also beim Thema Sand, das drängte sich mir jetzt nicht unbedingt auf. Der Prollo hat das so ein bisschen hier reingetragen. Deswegen darf er heute hier auch die Show schmeißen. Aber ich habe trotzdem was gefunden zum Thema Strand, Sand am Strand. Ich hatte es ja in dem Lied schon drin. Und ja, ganz besonderem Sand, den es da gibt. Ist ja kein Boden, wie wir Experten wissen. Genau. Deine Überleitung ist manchmal bodenlos, aber eher oberflächlich. Naja, also von meiner Seite, ich hätte auch was zu bieten. Das ist dann natürlich ein bisschen was Krisenmodus. Muss ja, also heute ist ja Krise, ist ja in heutzutage. Das heißt, da muss man immer auch ein bisschen was zum Thema Krise machen. Und das passt eigentlich ganz gut zu Sand. Da habe ich was. Genau, und habe vielleicht noch, bin ja auch immer so ein bisschen der Kulturverantwortliche hier, habe auch noch so einen kleinen Wissensquiz Sand in der Kultur im weitesten Sinne. Da werde ich auch noch ein paar Fragen in die Runde stellen. Mal sehen, ob wir da dann auch irgendwie Antworten finden. Der Sammer hat auch bestimmt auch ein Thema. Du lässt dich hier berieseln von uns. Ich bin nur so ein bisschen, also das war wieder so ein Seitenhieb vom Beef hier, von wegen, als wären wir hier so kulturlose Gesellen. Das hat mal wieder keiner mitgekriegt. Frechheit. Ja, ich habe auch was. Ja, wenn wir hier Tiefgang haben wollen, dann müssen wir uns eine Tiefengeologin einladen. Das ist doch ganz klar. Ja, genau. Ja, ich habe auch was mitgebracht. Sand ist ja steckt in, sage ich mal, in vielem drin. Und letztes Jahr haben Forscher eine spektakuläre Entdeckung gemacht, ein neues Material sozusagen entdeckt, wo Sand nicht unwesentlich beteiligt ist. Da erzähle ich mal kurz was zu. Und dann als Quickie, wenn es dazu reicht, wieso wir alle am Strand hier und da doch auch vorsichtig sein müssen. Okay, also für die Gäste, Quickie ist Sammers eigene Spezialrubrik ganz am Ende. Da darf er immer noch mal ein Quickie abliefern, bevor wir alle schlafen gehen. Gott sei Dank heute per Zoom. Besser ist das. Sehr freundlich, der Beef heute. Ah, so gern. So, tut mir leid, Monte, dass ich den Christoph gerade noch mal anspreche. Ich habe hier die Seite offen vom Soilcast. Ihr seid ja auch schon bei 86 Folgen und ich habe mir auch vor einigen Tagen eure Besetzung angeguckt. Ihr seid ja auch eine ganze Menge Leute, also ihr darfst gerne grüßen. Was ich interessant fand, ist, dass es sehr spezifische Sendungen gibt. Also ihr habt diese Interviews mit Leuten, aber ihr habt wirklich auch sehr spezifische Sendungen zu einem ja, zu einer Bodenart oder so, selbst irgendwelchen Unterarten. Jetzt die letzte Folge, bodenkundliche Berufsfelder, Teil 2. Also das ist dann auch so ein bisschen vielleicht für Berufseinsteiger oder Leute, die sich für das Thema beruflich interessieren. Oder umorientieren wollen, ne, Monte? Ja.
Oder Humus. Humus ist so ein Thema. Also das finde ich total interessant, dass man da doch in so einem Feld, wo sich der Laie vorstellt, Boden, was ja kein Sand ist, da steckt gar nicht so viel drin, außer Regenwürmern, dass man doch da 86 Folgen Podcast draus machen kann. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Und wie werdet ihr immer auch noch sozusagen, es muss ja auch noch Spaß machen. Ja, auf jeden Fall. Wenn man in der Materie drinsteckt, dann ist das eigentlich gar nicht mehr so verwunderlich, dass es 86 Folgen sind. Dann ist eigentlich eher verwunderlich, dass es nicht noch mehr Boden-Podcasts gibt, die sich auch spezialisieren, ne? Wir sind irgendwie mal drauf gekommen, der Tim und ich, liebe Grüße an der Stelle, wir waren sozusagen die ersten beiden in diesem Projekt und haben zusammen studiert und hatten halt Freude so an Bodenkunde, ne? Das hat uns Spaß gemacht und haben dann gemerkt, okay, gibt's nichts auf dem Podcastmarkt. Es gibt keinen bodenkundlichen Podcast, auch nach wie vor nicht neben uns. Und dann haben wir es halt gemacht, ne? Und die andere Besetzung, das sind also 6 Jungwissenschaftlerinnen und Jungwissenschaftler, die haben sich dazugesellt, ganz einfach so, weil die sagen, ich will neben meiner Forschung eben auch noch Bodenkunde mal ins Netz blasen, irgendwie über ein Mikrofon, ne? Und die sind natürlich an dieser Stelle alle gegrüßt. Das ist die Svenja, das ist die Katrin, das ist die Mareile, der Andres, der Julian und natürlich auch die Laura. Die kommen alle aus ganz unterschiedlichen bodenkundlichen Gebieten. Und die Bodenkunde an sich ist eigentlich so ein Sammelbegriff für ganz viele Naturwissenschaftszweige, die sich irgendwie im Rahmen der Forschung halt mit Böden beschäftigen. Das hat auch einen wichtigen Grund. Also Böden sind jetzt im Zuge des Klimawandels, der durch die Menschen verursacht wurde, natürlich immer mehr im Fokus auch der wissenschaftlichen Arbeit, ne? Und für euch nur mal so ein paar Fakten dazu sozusagen. Böden sind für 98% der Nährstoffe verantwortlich, die wir so durch unsere Futterluke schmeißen. Ne? 98% global betrachtet. Ne? Das sind alle Ackerpflanzen, das sind auch die Futterpflanzen entsprechend für Ackervieh, ne? Was dann auch verzehrt wird von uns. Ne? Und im letzten Jahr ist eine Studie veröffentlicht worden, die eben nahelegt, eine Abschätzung, dass ungefähr 59% aller Arten auf unserem Planeten in Böden leben, zumindest eine Zeit ihres Lebens. Also die sind auf den Boden als Lebensraum angewiesen. Das sind nur mal so 2 Fakten, warum Böden eigentlich auch wirklich eine enorm große Bedeutung haben. Klimawandel kommt noch dazu, ne? Das habt ihr vielleicht auch gehört. Permafrostböden tauen auf, das CO2 entweicht in die Atmosphäre, ne? Es ist nun mal so ein Anriss. Und wir versuchen das im Podcast so ein bisschen aufzufangen und sagen eben, okay, passt auf, jede Folge, die wir raushauen, hat irgendwas mit Böden zu tun. Egal, ob es in die fachliche Tiefe geht, wo wir entsprechend Studien vorstellen oder auch Interviewpartner ranholen. Oder aber, ob wir auch über bodenkundliche Berufsfelder sprechen. Und ich habe für Einsteiger auch sogenannte Lehrbuchfolgen produziert, wo man kurz und knapp in 10 Minuten sozusagen Faktenschnipsel der Bodenkunde ergattern kann. Also alles das hält der Podcast bereit. Und ich hoffe natürlich, dass ich die Runde auch heute Abend hier ein bisschen mit Fakten unterstützen kann. Ja, ganz bestimmt. Also du hast schon ganz viel da aufgeklärt und ich denke, da wird auch noch mehr kommen. Vielleicht mal noch eine Frage an Monte. Wie ist denn der Boden bei euch so beschaffen? Also womit kann man da angeben? Wenn du in die Tiefe gehst, dann wirst du ja vielleicht wissen, auf was für einem Boden deine Wohnung steht. Ja, vielleicht Tiefe hätte man vielleicht nochmal genauer definieren sollen. Also ich rede eher davon, dass Sand zum Beispiel gehört ja zu den Sedimenten im Endeffekt, also wie auch Christoph schon sagte, locker Sedimente. Und das kommt halt aus dem Bereich der Sedimentologie und die Gesteinskunde, also Geologie, unterteilt sich immer in Sedimentologie, in die Magmatite und in die Metamorphite. Magmatite, klar, weiß man, alles was magmatisch so ist, von Vulkanen oder was auch immer so existiert, auch in der Tiefe an Magma, was da fließt und an Oberflächen da. Und dann gibt's noch die Metamorphite, die halt entstehen bei Gebirgsbildung, also durch hohe Drücke, hohe Temperaturen in der Tiefe. Und dann, wo neue Kristalle entstehen, neue Minerale sich formen. Und ich bin eher von der Sorte, ich mag die Sachen, die quasi unter, 8 bis 10 Kilometer Tiefe existieren. Oh, wie kommt es denn da hin? Also habt ihr da Bohrungen oder? Das muss man ja irgendwie untersuchen. Ja, also das sind eigentlich rein wissenschaftliche Dinge, die erkundet man daran,
welche Gesteine heute an der Oberfläche aufgeschlossen sind. Also du kannst nicht in die Tiefe in 10 Kilometer bohren und gucken, was da ist, sondern du guckst dir heute Gesteine an, die bestimmte Mineralformationen haben, bestimmte Umwandlungen und sagst dann, die waren und der Tiefe. So ja. Wie in den Alpen zum Beispiel, ne, wo man dann weiß, was da passiert ist. Sie sind dann gefaltet oder sind gestört. Da sind verschiedene Dinge mit Plattentektonik hauptsächlich, ne, verschiedene Dinge passiert mit den Gesteinen. Und dadurch weißt du dann, in welcher Tiefe und in welchem Milieu oder in welcher Umgebung, in welchem Regime das passiert ist. Sedimente, oberflächennah, sind aber auch interessant. Ne? Eiszeitliche Sedimente, hier gerade Norddeutschland und ja, und der Vorstoß, auch der Gletscher, also von der letzten Eiszeit, das sind halt so die Sachen, die hier die ganze Umgebung prägen in Norddeutschland, aber auch Süddeutschland und auch viele Gebirgszüge natürlich in Mitteldeutschland und die sind natürlich auch super interessant, viele kristalline Gesteine, also Metamorphite sind auch in Deutschland vorhanden und bohren tun wir hier in Deutschland eher so bis, 7 Kilometer, 8 Kilometer Tiefe. Ja, das hätte ich ja wissen können. Das hätte ich wissen müssen. Das tut mir leid, dass ich dann so ausgehe, dass man da noch tiefer bohren kann. Wisst ihr das eigentlich mit Steinen? Also muss man die wirklich unter das Mikroskop legen oder analysieren? Oder kannst du auch hier, ich sag mal, durchs Dorf schlendern und dann siehst du einen Stein und denkst dir, ach, ja, der war aber tief. Ja, ja, also der richtige Geologe nimmt der den Stein, das weiß der Christoph bestimmt auch, und erstmal mit den Fingern fühlen und mit der Lupe mal drauf gucken und dann nimmt er den in den Mund und zerkaut den und sagt dann, wie die Korngröße ist. Zerkaut so, den Stein, der hat aber gute Zähne. Kann genau, ich nur bestätigen. Nee, da völlig richtig, Prollo. Die musstet ihr unter dem Mikroskop angucken, die Dinger, und dann weißt du erst, mit was du es zu tun hast. Also man kann grob natürlich schon was drüber sagen, und wenn man viele Dünnschliffe, nennt man das ja, wenn Steine ganz dünn geschliffen werden und unter das Mikroskop gelegt werden, das sind ja Dünnschliffe von Gestein, die man da anfertigt. Die werden auf 30 Mikrometer runterpoliert. Und dann kann man genau sagen, welche Zusammensetzung das Zeug hat. Ansonsten macht man es eigentlich so, ja, die Erfahrung macht eigentlich so die Erkenntnis, würde ich jetzt sagen. Ja, dass du das auch schon mit einem bloßen Auge einfach identifizieren kannst. Mhm. Außer Sedimente, deswegen, das ist für manche interessanter. Vielleicht Sedimente sind ein bisschen einfacher zu klassifizieren, ne, weil die halt an der Oberfläche sind, da ja, die haben halt keine richtige Matrix, die sind oft locker gelagert. Ne? Es ist ein bisschen wie mit Böden, die man jetzt im Gelände klassifiziert. Die kann man natürlich auch unter dem Mikroskop angucken, aber da ist es halt einfacher ranzugehen, ne? Wenn man keine festen Gesteine hat. Ja, also ich bin total baff. Ich habe so das Gefühl, wir haben die Büchse der Pandora geöffnet heute Abend. Und das Wissen fließt nur. Ich auch was einstellen, ja. Vielleicht, damit ihr mal wisst, was wir so in diesem Podcast immer machen, stellt mal einer einen kleinen Presseartikel vor, weil für euch und alle Hörerinnen, die jetzt neu dazugekommen sind, aufgrund eurer Anwesenheit bei Folge 98 voll in die Pressewelt einsteigen, das ist hier so ein bisschen der vertonte Hohlspiegel, wobei wir nicht nur dumme Geschichten bringen, sondern auch seriöse Geschichten. Aber die Idee hinter dem Podcast vor 5 Jahren war tatsächlich so diese skurrilen, kuriosen Artikel und natürlich dahinterstehende Geschichten ans Tageslicht zu bringen und zu vertonen, drüber zu reden, dabei ein gepflegtes Bierchen zu trinken oder auch was anderes und so ein bisschen das von allen Seiten zu beleuchten. Ne? Und deswegen würde ich vorschlagen, Prollo, du guckst so einsatzbereit. Ja, also ich verspüre auch so einen gewissen Rechtfertigungsdruck, auch so ein leichtes, dezentes Dissen schon fast. Wie ich an das Thema gekommen bin, das war nämlich folgendermaßen, wir waren Richtung Gelsenkirchen unterwegs und sind durch Essen gefahren und es regnete leicht und plötzlich hatte ich nicht nur Regen auf der Windschutzscheibe, sondern auch so bröselige Schlacke und ich dachte erst, danke Merkel, danke Habeck, sie haben die Kohleöfen wieder eingeschaltet, aber nein. Tatsächlich, das habe ich dann hinterher erfahren, ist der Sahara-Staub mal wieder unterwegs. Genau, wir hatten kein Autoradio an, sonst hätten wir das wahrscheinlich live mitverfolgen können. Und da dachte ich mir, okay, Sand, der begegnet einem ja wirklich überall, auch wenn es ja kein Boden ist, wie wir erfahren haben und auch, wo auch der Ben dankenswerterweise mehrfach darauf hingewiesen hat. Wobei ich mich frage, also wenn man mal am Strand war, ganz ehrlich, da findest du doch alles Mögliche. Also wie das kein Boden sein soll, ist mir schleierhaft. Sei es drum. Und dann dachte ich mir, wo kommt denn das Zeug her? Und es war auch ganz erstaunlich eigentlich. Das ist ja vor ein paar Jahren schon mal gewesen und kommt sicherlich in ein paar Jahren nochmal.
ab und zu kommt der Sahara-Staub wieder. Und da würde ich jetzt auch schon mal meinen... Ich glaube, der Experte wollte gerade was dazu sagen, aber war nicht zu hören. Da muss ich an der Stelle mal einhaken. Es gibt tatsächlich nach der deutschen Bodenklassifikation aber auch den Strandboden, ne, der ist tatsächlich hinterlegt, aber da hast du dann immer schon Pflanzenbewuchs drauf. Ne? Also wenn du da mal drauf achtest, so auf den Dünen wachsen bestimmte Gräser und auch Quellerarten, ne, also die ein bisschen salztolerant sind. Das wird dann schon ein Boden tatsächlich. Salztolerant? Ja, genau. Ne, durch das Meersalz entsprechend. Es gibt spezielle Pflanzen. Also ich persönlich bin fruktoseintolerant, aber ich wusste gar nicht, dass es auch Salztoleranz gibt. Ja, tatsächlich. Cool. Gut, da bin ich ja tatsächlich schon wieder beruhigt. Das heißt, wenn ich den Sand jetzt beim Obi kaufe im Sack, ist es halt kein Boden. Aber wenn der erstmal eine Weile in meinem Vorgarten verbracht hat, dann ist es irgendwann einer. Allein schon wegen des Unkrauts. Ja. Genau, dann wird es ein sogenannter Locker-Syrosem und das ist immer ein Initialboden für die weitere Bodenbildung. Ich freue mich schon auf die Tags für die heutige Sendung. Also ich habe mal Magmatitel und Dünnschliffe habe ich mir schon mal notiert. Das war ja auch klar. Jetzt war noch Syrosem oder so. Ja, Locker-Syrosem, genau. Locker-Syrosem. Boah, wir werden so eine ganz neue Zielgruppe heute erreichen. Das ist aber nicht, wenn die Katze quasi in den Sand macht im Garten. Also das ist dann nochmal was anderes. Wusstet ihr, dass der schöne weiße Sand der tropischen Strände gar nicht aus irgendwas, was Monte eben erzählte, besteht, sondern im Wesentlichen aus Fischkot? Ja. Ist ja eklig. Ja. Genau, ist eklig. Deswegen weißer Sandstrand, schöne Grüße. Tatsächlich sind das letztendlich fein zermahlene Korallen und Muscheln. Und der Hauptteil kommt tatsächlich von im Wesentlichen Papageifischen. Ja, und das Zeug, was sie da finden, zernagen und wieder ausscheiden. Viel Spaß beim nächsten Südseeurlaub. Ihr lauft einfach in Scheiße rum. Also als mein kleiner Sohn das erste Mal mit uns am Strand war, das war in Vancouver. Damals war der 8 Monate alt, da hat er zum ersten Mal Sand gesehen. Hat er den genommen und so in den Mund so rein. Also hat er Scheiße gefressen, auf Deutsch gesagt, ja. So, aber wie ist das denn? Es gibt ja auch noch andere Farben hier, die Pink Sand Dunes und so. Ja, jetzt zerstör mir nicht meine Geschichte, Alter. Ich habe nur eine Geschichte heute und das machen wir gleich. Okay, ich halte die Klappe. Der weiß wieder alles, der Mann. Darf ich da noch was zu Prollos Artikel sagen? Das finde ich ja ganz faszinierend, weil ich habe mir den gleichen rausgesucht. Der ist nicht echt Hammer. Besonders, weil der auf so einem englischen Artikel basiert. Wo Parrotfish build islands with their poop. Das war schon ein Highlight. Und zu Deutsch übersetzt, Fischkot ist schuld. Das ist auch schon ganz toll. Ja. Aber da drin steht nämlich auch noch in dem amerikanischen Artikel, dass halt wirklich dieser Papageienfisch 90% des Tages nichts anderes macht, außer frisst. Und dann 320 Kilo Sediment im Jahr produziert. Durch seinen Poo. Ein Fisch? Wie groß sind die? Ein Fisch. Und, okay. Und die bauen wohl diese Korallenriffe. Generell sind die ganz wichtig, um diese Environment einfach zu sichern, um dieses Korallenriff zu stabilisieren. Das ist wohl... Deswegen war das auch wahrscheinlich so gehighlightet und in sehr vielen Magazinen zitiert und wieder publiziert worden. Na, ich war der jetzt Papageienfisch der Nemo? Ja. Oder ist das ein anderer? Das ist ein anderer, war das nicht oder? Der Clownfisch der Nemo? Der Nemo also Papagei-Clown ist ja Clownfisch. Vom Entertainment-Faktor okay, ähnlich. Weil sonst hätte ich mir Sorgen gemacht um die weißen Strände, weil die sind ja tatsächlich durch diesen Film jetzt so viel gefragt, diese Fische, dass der Bestand abnimmt. Also ich glaube, wenn die 360 Kilo im Jahr scheißen würden, wäre ich gar nicht so gefragt. Ist ja ein Aquarium voll. Das ist eigentlich, ja. Also wenn wir so viel über Sand reden, kriege ich Durst. I can't take this much longer. I gotta have a beer. Are you ready to get... Ich hätte ja noch ein Mitbringsel aus den Niederlanden, wo ich zuletzt mehrfach war. Die Brandbrauerei, die hat hier, ich zeig's mal in die Kamera, die hat hier sozusagen in jedem Geschmack irgendwie ein Bier rausgebracht. Warst du dann IPA irgendwo? Ja, natürlich. Oh, also die Brandbrauerei. Als wär's vorbereitet. Ich nehme was Malziges. Ach, ein Träumchen.
Kannst du die Flasche mit deiner Augenhöhle aufmachen? Ich mach das auf, weil was treue HörerInnen hier, ich höre jetzt auf zu gendern, das ist ja schrecklich, auch wissen, ich sammle Kronkorken. Da mache ich auch mal einen Podcast drüber. Deswegen muss ich die immer auf die Ben Cartwright zertifizierte Art und Weise wie so ein Bauarbeiter aufmachen. Ist das IPA? Nee. Damit die Kronkorken schön heile bleiben. Sonst haben die immer so einen Knick. So. Zack. Und jetzt können wir auch weitermachen. Ganz freundlich. Habt ihr auch noch ein Malzbier am Start? Was war denn das für die Shownotes, Monte, was du da eben hattest? Das sah auch mit dem Stern, das sah hervorragend aus. Bei Christoph war es ein Vitamalz. Wir machen Werbung für jeden, bis uns einer sponsort. Dann machen wir zweimal Werbung. Munter hat ein Bier aus meiner Stadt hier tatsächlich. Ach, echt? Oh. Das glaube ich. Bei allen nicht. Berlinern beliebt. Ach, Leipziger Sternburg. Ja. Ich weiß. Ich trinke gerne warmes Paderborner. Warm. Und deswegen muss man schon mal raus für euch. Ja, das genau. Das muss man schon mögen, ja. Deswegen. Aber ich habe trotzdem zum Troste, ich habe noch was aus dieser Region hier besorgt. Da fand ich den Titel ganz lustig. Oh, das sieht aber, das ist richtig toll. Ich muss das mal gerade beschreiben, was du da in die Kamera hältst. Küritzer. Mord und Totschlag. Das ist richtig. Kannst du mal von deinen Bieren später mal ein Foto machen und dem Prollo schicken? Dann tun wir das noch in die Shownotes, wenn das okay ist. Natürlich. Habe ich das dann richtig gesehen, dass das auf dem Etikett direkt auch so ein Mord mal dargestellt ist? Ja, so als Max richtig. Und Moritz, die sich totschlagen. So ungefähr. Sieht aus wie von Wilhelm Busch gezeichnet. Ja, das sieht schon so übel aus. Ja. Vom Stil. Da kloppen sich zwei auf einem Fass Bier, nehme ich mal an. Geil. Richtig, korrekt. Aus dem 17. Jahrhundert, Reinheitsgebot, naja, dieses Gelaber kennt man ja auf der Rückseite dieser schönen Biere. Und eigentlich habe ich es nur gekauft wegen der schönen langen Geschichte und weil es aus dieser Region kommt. Aber ich mache davon mal ein Foto und dann, wer das Lust hat, cool. Kann ja mal nachgucken. Ja. Unsere letzte Folge, war das die letzte? Nee, die vorletzte Folge war ja zum Thema Bier. Da hatten wir zwei Bierexperten am Start. Und als ob wir uns immer schon darauf vorbereitet haben, trinken wir seit 98 Folgen auch immer halt so ein Pausenbier hier zwischen dem Podcast. Das ist so unser Sidekick, so ein bisschen. Aber bisher ist keine Brauerei aufgesprungen und will uns sponsoren. Das ist ein bisschen traurig. Ja, er kommt noch. Na, vielleicht sponsert er. Ja, es kommt bestimmt noch. Ja, auf jeden Fall. Mord und Totschlag würde ich machen. Ich würde mal ein bisschen Krise machen. Ich habe tatsächlich einen Bericht rausgesucht, also es sind auch zwei, die sind aber ähnlich, die sagen letzten Endes, also hier der eine Bericht nennt sich auf dem Weg in die Sandkrise und der andere Bericht heißt, der Sand wird knapp. Das heißt, es geht tatsächlich hier um das Thema Sand und dass der Sand, der weiterverarbeitet wird, Hauptweiterverarbeitungsbereiche sind im Prinzip Beton. Und zum Beispiel aber auch Silikat und was war das dritte noch? Muss ich lügen? Ich habe eben auch schon rausgesucht. Glas, genau. Also Silizium und Glas, genau. Das sind im Prinzip die drei Hauptnachfragen, wo Sand verbraucht wird. Und ich war auch ganz erstaunt. Also Sand werden im Jahr ungefähr 50 Milliarden Tonnen verbraucht. Das ist viel. Und das ist tatsächlich auch, dass Sand in dem Sinne gar nicht geschützt ist. Also ist auch der zweitmeist verbrauchte Stoff nach Wasser. Also das im Prinzip, dass Sand nach Wasser der meistverwendete Rohstoff der Erde ist. Und es gibt tatsächlich keinerlei Regeln für den Abbau. Das heißt, jeder kann sich im Prinzip Sand da nehmen, wo er will. Ich könnte jetzt zum Strand fahren, mir da. Gut, wenn der Strand keinem gehört, in Anführungsstrichen, wenn der irgendeiner Gemeinde oder irgendein Privatbesitz gehört, dann ist das was anderes. Aber nichtsdestotrotz gibt es keinen Schutz oder keine irgendwelche Einschränkungen, wenn man das Gelände oder das Gebiet besitzt, in Anführungsstrichen, dass man den Sand dann abbauen kann. Also da gibt es zumindest berichtet das hier der Artikel, das ist jetzt in dem Fall aus dem Spiegel. Ich habe aber auch einen ähnlichen Artikel aus National Geographic, die im Prinzip in die gleiche Richtung gehen. Und die sagen halt, das wäre tatsächlich, also es ist Sand, die packen ja noch Kies, Split und Schotter dazu. Und das ist tatsächlich, also von den Mengen her sagen die zum Beispiel auch, das sind ungefähr 18 Kilogramm, also weil 50 Milliarden Tonnen kann man sich jetzt nicht
so richtig vorstellen in der Menge, außer dass es viel ist. Als Beispiel sagen die hier, das entspricht etwa 18 Kilogramm Sand pro Erdenbürger pro Tag. Oder aber es ist genug, um eine 27 Meter breite und 27 Meter hohe Wand rund um den Erdball zu bauen. Also Donald Trump wäre völlig im Glück, wenn er das irgendwie in der Grenze zu Mexiko aufbauen könnte. Das hat er noch nicht kapiert, glaube ich. Und der wesentliche Punkt ist letzten Endes, dass diese Sandressourcen tatsächlich endlich sind. Also das geht gar nicht beliebig weiter. Das ist, fand ich auch ganz, so Dinge, über die man sich keine Gedanken macht. Ja, vielleicht, das wäre ein super guter Mini-Exkurs in die Wissenschaft. Wie entsteht denn eigentlich Sand? Kann das einer von unseren Experten beantworten? Also ich habe mir das immer so vorgestellt, da sind halt Steine, die werden so lange gerieben durch verschiedenste, was weiß ich, durch die Gezeiten typischerweise und so weiter, dass das halt immer weiter gemahlen wird auf die Körnung, die vorhin schon mal fiel. Und gibt es da eine bessere Erklärung, wie Sand, also wo kommt Sand her? Sandmännchen. Ja, gut. Aber der schleppt ja nicht 18 Kilo in jedes Haus genau. Jeden Tag. Ja, alleine die Säcke, ne? Ja. Das sind aber ganz schön kräftige Sandmännchen. Daher ist, ich weiß nicht, Christoph, willst du dazu was sagen? Ich meine, es ist natürlich ein geologischer Prozess im Endeffekt. Ne? Deswegen habe ich jetzt einen Schritt zurück gemacht in Gedanken und wollte dir den Vortritt lassen. Ja, also eigentlich ist das, ja, also ich will nicht sagen, Ben, dass das falsch ist, was du gesagt hast. Ist es nämlich nicht. Es ist richtig. Also im Endeffekt ist es eine Art also Erosionsform, ne, dass man halt durch verschiedene Erosionsformen Festgesteine erodiert, also Gesteine, die an der Oberfläche aufgeschlossen sind. Also die müssen ja erstmal an die Oberfläche irgendwie kommen, diese Gesteine. Und dann wird durch verschiedene Erosionen, also kann ja über Wind, Wasser, Eis, können diese Partikel halt, also Partikel sind es nicht, weil die sind noch kleiner als Tonpartikel, aber können diese Bruchstücke abgetragen werden. Den halt verschiedene Korngrößen. Dann kriegst du halt Kiese, Sande, Tone oder wenn es noch kleiner ist, Partikel, Korngrößen hin. Ne? Unterschiedliche Größen von Fragmenten quasi. Und du hast Ursprungsgestein, das nennt man dann halt das Liefergebiet, aus dem die kommen. Das heißt, wenn du dir irgendwo einen Sand anguckst, dann kannst du ja mikroskopisch halt bestimmen, aus welchen Bestandteilen dieser Sand besteht und kannst dann halt darauf zurückgreifen, aus welchem Liefergebiet das Zeug auch kommt. Ne? Da sind bestimmte Minerale dann drinne oder bestimmte Produkte, die halt dann entstanden sind in einem bestimmten Environment und dann weiß man ungefähr, welchen Weg der Sand zurückgelegt hat und woher der eigentlich kommt. Ja. Cool. Ja, das ist nämlich dann auch die Krux mit der Sandknappheit. Ne? Mhm. Wie ich eingangs gesagt habe, also Sand ist halt eine definierte Korngröße oder ein definierter Korngrößenbereich. Das sagt aber nichts über die chemisch-mineralogische Zusammensetzung. Ne? Und wenn du jetzt zum Beispiel Silizium für die Halbleiterindustrie gewinnen willst aus Sand, machst du es mit einem sogenannten Zonenschmelzverfahren. Ne? Also da wird letztlich ein Induktionsring um diesen Quarzsand dann entsprechend drumherum geschlungen, der sich erhitzt. Ne? Und dann schmilzt quasi die ganze Schlacke, also das ganze Zeug, was du nicht in deinem Silizium drin haben willst, ab. Ne? Mhm. Und das reine Silizium, hochreines Silizium bleibt tatsächlich zurück. Das ist jetzt mal runtergebrochen, dieses Verfahren. Und dazu brauchst du aber Sande, die einen möglichst hohen Quarzanteil haben. Ne? Das ist Siliziumdioxid, das ist eben dieses typische Mineral dafür. Ja? Und diese mineralischen Zusammensetzungen, die werden dann vor allem knapp. Ja? Mhm. Das ist dabei. Aber das Zonenschmelzverfahren hat nichts mit der Wiedervereinigung zu tun, oder? Nee. Da muss ich auch dran denken. Ja, aber ist leider denn, nicht. Aber nochmal ganz kurz, jetzt, weil ich jetzt tatsächlich mal Fachleute habe, dann kann man ja mal so einen Artikel jetzt hier auch so ein bisschen prüfen. Das heißt aber, im Prinzip wären spezifische Sande, in Anführungsstrichen, oder Sandvarianten, ich nenne es jetzt mal unprofessionell, die werden schneller knapp und die aber auch dann, oder andersrum formuliert, kann man denn aus diesen gebundenen Materialien, also wenn die als Beton, Glas, wie auch immer, die zurückgewinnen, das funktioniert im Moment wahrscheinlich noch gar nicht. Oder gibt es da irgendwelche Wege, um diese Prozesse auch wieder umzukehren, sage ich jetzt mal, weil ansonsten ist der Kram im Prinzip weg.
Also, das hängt ja jetzt, glaube ich, eher davon ab, genau wofür die verwendet werden. Hm. Wenn man daraus halt irgendwelche Solarzellen herstellt, dann kann man die natürlich nicht mehr... Kann man nicht mehr, ich habe mal salopp formuliert, so fein nee. Schreddern, dass das dann wieder irgendwie Grundlage bilden könnte für irgendwas. Also hier in dem einen Artikel von National Geographic wird halt nur darauf hingewiesen, dass also quasi Minenrückstände könnten als Alternative dienen quasi. Da geht es dann letzten Endes drum, dass das zumindest für bestimmte Prozesse dann eingesetzt werden könnte, aber da scheint ja dann doch, also gerade die Anforderungen für besondere Produkte auch sehr spezifisch zu sein. Also sei es jetzt Halbleiter oder was auch immer. Also da muss man, dann kann man wahrscheinlich nicht irgendeinen Alltagssand, den man von irgendwo herholt, dann irgendwie als Abfallprodukt dann einsetzen oder nur in sehr begrenzten Mengen. Ja, ist sicherlich auch eine energetische Frage, ne? Mhm. Also ich glaube, Recycling ist mitunter auch sehr, sehr energieintensiv, ne? Mhm. Und was du angedeutet hast, das ist dann quasi, dass man bei bestimmten Lagerstätten, das gilt auch für mineralische Rohstoffe, die Lagerstätte ist irgendwann erschöpft, ne? Und das ist einfach auch eine ökonomische Abwertung. Also irgendwann lohnt es sich nicht mehr, die Lagerstätte weiter abzubauen bei bestimmten mineralischen Rohstoffen, dann wird die stillgelegt. Wenn jetzt aber der Marktpreis für den entsprechenden mineralischen Rohstoff irgendwann über ein Niveau steigt, dass sich dieser Abbau von diesem Restbestand wieder lohnt, ne, dann machst du, bevor du neue Recyclingmethoden entwickelst, die energieintensiv sind und so, ne, machst du dann die Lagerstätte nochmal auf und baust halt das weiter. Das ist dann dasselbe Prinzip wie bei irgendwelchen, sag mal, Erdölfeldern, die in der Antarktis sind, die einfach mit unfassbarem Aufwand erst oder nur erschlossen werden können, und das hat sich vor 30, 40, 50 Jahren schlicht und ergreifend nicht gelohnt, aber bei deutlich höheren Preisen für das gewonnene Erdöl ist es dann plötzlich doch wieder irgendwann interessant. Möglicherweise auch durch den technischen Fortschritt, der dann auch andere Möglichkeiten noch bietet. Okay. Ja. Also ich frage mich da ehrlich gesagt jetzt auch, wofür kann man denn Spielplatzsand noch verwenden? Weil im fränkischen Wiesenteiler haben irgendwelche Diebe nachts 4 Kubikmeter Spielplatzsand einfach weggeschaufelt und geklaut. Also ist der auch irgendwie wertvoll und brauchbar? Ja, auf der Baustelle. Also auf dem Spielplatz ist das bestimmt doch auch schon zum Boden geworden, oder? Ja. Sobald Pflanzen drauf gewachsen sind, ja, irgendwann schon. Ja. Ich weiß nicht, von den Kindern fällt ja auch manchmal was Organisches ab. Ne? Ja, mit Sicherheit. Wem sagst du das? Es hört sich so an, 4 Kubikmeter, ja. Das hört sich so an, als ob da einer sein Haus eine schöne Gründungssohle eingerichtet hat. Ja, verrückt, so eine Frostschutzschicht, ne? Noch unten drunter, genau, dass er dann da drauf bauen kann. Also den findest du nicht wieder. Das musst du erstmal nachts um 3 oder wann bringen. Da stehst du mit deinem Anhänger und schaufelst. Ja, ich glaube, ich habe auch gelesen, 1 Kubikmeter, wenn ich jetzt da nicht falsch liege, sind 1,5 Tonnen. Ist total unvorstellbar, aber ich habe je nach Dichte vom Sand natürlich. Aber das wenn man den Benanza-Bus voll macht, kannst du das abtransportieren. Könnt ihr mir gleich nochmal zur Hand gehen? Ich muss den noch leer machen. Hast noch eine Terrasse zu schaufeln. Genau. Warst vorhin noch am Spielplatz, sehr schön. Ja, naja, mein Gott. Vor die Katzen reinmachen. Ja, ja. Nee, aber tatsächlich ist ja zum Beispiel Zement, auch also Beton, sehr, sehr nach oben gegangen. Ich habe jetzt gerade irgendwie 2 Tonnen hier im Garten verarbeitet. Und das Ding hat früher im Baumarkt oder auch beim Baustoffhändler 3-4 Euro gekostet. Jetzt zahlst du deutlich mehr, also zumindest für die gleiche Qualität. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit Sand ähnlich ist. Also insbesondere, wenn der knapp wird, also wenn du den irgendwo auf der Baustelle kaufen muss und dann ist irgendwie das Budget raus. Was hast du gerade gesagt? Die Gründungssohle muss gemacht werden und dann fässert man eben zum örtlichen Spielplatz. Ja. Wenn der Baustoffhändler zu hat. Die machen ja auch immer. Die machen wirklich ohne Scheiß, die machen samstags um 11 Uhr zu. Ja. So, da gehst du halt zum Spielplatz. Da ist man doch gezwungen, normaler zum Vorgang zu gehen. Also, genau, nebenan. Ja. Was soll der denn tun, der Typ? Ja, und Termine. Den Sand kann man ja auch nicht nutzen. Ne? Also die Hintergründe erfahren wir also nicht vom Artikel, ja? Sondern das Zeug war einfach weg. Ach so, jetzt sind wir wieder beim Spielplatz. Ja, das haben sie nicht rausgefunden, wer das geklaut hat. Sie standen da nur ziemlich fassungslos davor. Also sowohl die Gemeinde als auch die Leute, die da den Spielplatz nutzen. Und dann ja, hat die Gemeinde das halt wieder aufgefüllt. Ist halt irgendwie ziemlich schräg.
Aber weil der Ben hier mit dem Beton kam, die Info war doch richtig, haben wir, glaube ich, auch schon mal hier in unserer Wasserfolge besprochen. Wüstensand wäre ja genug da, aber den können wir ja gerade nicht verwenden zum Bauen. Ne? Warum eigentlich? Genau. Weil der zu rund ist, ne? Nee, genau. Das ist so witzig. Ich habe nämlich heute einen Artikel gefunden im Deutschlandfunk. Und da steht nämlich, die Rundung der Körner ist nicht das Problem. Oh. Ist ja nicht das Problem. Da haben wir was völlig Falsches da von uns gegeben. Was ist das Problem, Monte? Das Problem, hier steht, also nach der BGR, Bundesanstalt, ist das die Bundesanstalt? Ja, für Geologie und Rohstoffe in Hannover. Ist es so, dass deren Forschungsarbeiten zeigen, dass es an Mittel- und Grobsandanteilen in den Wüstensanden fehlt. Und dadurch diese Gemische, also die Wüstensande, nicht als Betonmaterial genutzt werden können. Also ist er zu fein, oder? Also genau. Er verbindet sich mit dem. Ja. Richtig. Aber richtig. Kann man den anderen Sand nicht so ein bisschen strecken? So wie kann das, ihn untermischen? Das Koks, was ich ja auch regelmäßig nicht kaufe. Ja, aber du kannst so einen Spielplatz mit der Wüste verbinden. Ja. Und dann ist da noch ein Schnodder von den Kindern dabei. Das hilft ja auch für die Haftung. Das bindet. Ja, das ist so wie 50%, so wie Frollo schon sagt, 50% Koks und 50% Pep, ne? Und dann kannst du das alles ein bisschen rühren. Backmittel. Ja. Dann hast du das im Backmittel. Aber darf ich euch mal was teasern? Könnte man machen. Ja. Der Sand ist ja jetzt die Tage und immer mal wieder kommt ja der Sahara-Sand. Und die Franzosen, die haben jetzt so eine kleine Sahara-Retourkutsche abbekommen, zumindest hier aus dem Euronews-Artikel. Möglicherweise passiert das auch tatsächlich regelmäßig. Die haben nämlich sich damals gedacht, frühe 60er, ne, der Franzose macht Atomtests und macht das natürlich wo? Richtig, in der Kolonie, in Algerien. Also nicht irgendwie zwischen Paris und hier Versailles, sondern in Algerien, wo es weit weg ist. Und da ist durchaus die ein oder andere Testladung gezündet worden und insgesamt weltweit übrigens so 520 atmosphärische Tests, kleiner Teil nur von Frankreich, aber dennoch. Und jetzt kommt das Zeug hier rüber geweht, denn der Sahara-Sand kommt ja nicht einfach so, sondern der bringt jetzt auch noch schön die radioaktiven Überreste, also konkret Cäsium-137, mit sich. Ist zwar nicht gesundheitsgefährdend in den Dosierungen, die hier ankommen, aber ist halt auch wieder so ein Zeichen dafür, dass man wenn man Dinge in die Luft jagt, einfach nicht weit genug denken kann. Ja, irgendwann holst du dich halt ein. Ja. Tja, radioaktiv. So sieht's aus. Kleine Randnotiz, dass hier dieses Südpazifik-Atoll, wo die Amerikaner einiges hochgejagt haben, ist immer noch stellenweise radioaktiver als Tschernobyl. So. Vielleicht kann dir die Folge 40 von Solcaster weiterhelfen. Da geht es um die Austauschreaktion in Böden. Ja. Musst du austauschen. Sag mal, arbeitest du hier eigentlich oder googelst du die ganze Zeit? Nee, ich bringe unsere Gäste hier zum Er hat sich vorbereitet. Ja, natürlich. Ich habe dir alle 87 Folgen durchgehört oder 86. Und ich finde das ganz toll, wie er das auf der Homepage hier gemacht hat. Es gibt eine Rubrik Lehrbuchwissen, eine Rubrik Soil Talk und eine Rubrik, da seid ihr, glaube ich, dann gemeinsam, und eine Rubrik Interview. Das ist cool gemacht. Also kann man nur empfehlen. Wir müssen ja auch hier ein bisschen uns gegenseitig unterstützen. Und alle, die jetzt angeteasert sind, möchte ich da auf die Seite soilcast.de verweisen, denn da geht es in der Folge 1. Bei uns hieß die Folge 1 irgendwas und Polochsonnen. Der Artikel war von mir, wo die bescheuerten Kalifornier sich einen Arsch gesonnt haben. Aber hier, Christoph, ganz seriös, SC001, was sind Böden? Das kann man sich auch mal reinziehen, wenn man wissen will, was sind Böden? Ja, und du musst ja noch dazu sagen, ne, SC001, also ich habe die Zahl schon dreistellig gewählt. Ne? Ja, also warst du cleverer als wir, weil wir kriegen jetzt ein Problem. Mutig oder ich habe nicht so weit gedacht vor 5 Jahren, dachte ich, ey komm, ey, mit dem ganzen Alkohol und Koks im Bus, das wird doch nichts. Und dann ich muss aber sagen,
Ich habe da auch einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich in der Zwischenzeit mal ausgerechnet, dass ich den Zollcast vermutlich bis zu meinem 80. Lebensjahr machen werde. Und da komme ich auf knapp 2500 Folgen. Also wir müssen irgendwann Anfänger. Auf eine 4. Also möglicherweise müsst ihr demnächst noch das eine oder andere Spin-off starten. Ja, Böden, die keine sind, würde mir da einfallen. Oder Boden, Bodensee. Unter einem Meter über Bodensee. Bodensee. Ja. Ja, oder vielleicht braucht ihr auch so ein bisschen, habt ihr schon Aufkleber eigentlich? So einen kleinen, so einen, weiß ich nicht, wie so diese damals. Ja, den Maulwurf da. Nee, so einen kleinen, der so einen Daumen hoch. Ja, guck mal. Ach, was ist denn das? Schwede. Cool. Also, was steht da drauf? Der Claim ist: Boden, ich stehe drauf. Ein schöner Aufkleber mit einem S. Ja, das ist ein Regenwurm, der sich um einen Kreis windet und dadurch ein S wie Soilcast bildet. Das ist richtig toll. Das war mir schon vor ein paar Tagen aufgefallen, dass euer Logo ganz cool ist. Ja, die Layouterin, die habe ich ja als erstes konsultiert, als ich den Podcast gestartet habe. Und das ist die großartige Arbeit gemacht, aber die ist auch, glaube ich, fast an mir verzweifelt. Weil das natürlich auch ein Boden ist, der da abgebildet ist auf unserem Logo, ne, auf dem Folgenbild. Und das folgt natürlich einer gewissen Farblehre. Also habe ich ihr erstmal die Farbstudien der Parabraunerde geschickt, ne, und ihr genau diktiert, in welcher Farbgebung das sein muss. Hat sie aber gut gemacht, muss ich sagen. Ja. Also du nimmst es schon genau, muss man sagen. Ja, ne? Ja, ja. Ja, ja. Sonst kannst du dich in der Boden-Community auch nicht mehr blicken lassen. Ne? Also die jagen dich dann davon, wenn das unten dunkler ist als oben und so. Nee, das geht nicht. Sehr gut, sehr gut. Sag mal, Beef, warst du eigentlich vorhin fertig mit deinem Beitrag? Da war dieser Exkurs. Ja, ja, ich war im Prinzip durch. Ja, ja, also ich glaube, die Hauptmessage, die ich da mitgeben wollte, ist letzten Endes gewesen, dass tatsächlich, dass man sich wirklich wenig Gedanken macht, dass es tatsächlich auch wieder ein endlicher Stoff ist und dass das möglicherweise neben den sonstigen Ressourcen, die einfach völlig sinn- und willenlos verbraucht werden, dass es die nächste ist, die dann irgendwann am Start ist und da möglicherweise wieder Diskussionen entstehen. Ah, okay. Weil, okay. Ich könnte sonst, oder Ben, willst du gerade? Ja, ich könnte, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde rum und ich würde gerne die Sendung ganz kurz hijacken, um mein musikalisches Talent aufzudecken. Und deswegen haue ich mal den hier raus. And now for something completely different. Kleiner Exkurs. Ich werde natürlich auch auf das Thema Sand wieder zurückkommen. Aber ihr habt ja dieses wunderbare Intro-Lied gehört, was ich produziert habe. Wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht die ganze Woche im Studio gestanden, aber ich bin unter der Woche aufmerksam geworden auf eine neue AI, die dir einfach die mega geilen Songs macht. Und seitdem lässt es mich nicht mehr los. Suno oder Suna, ich weiß gar nicht, ich glaube Suno heißt sie. Und ich habe ein paar Sachen produziert, über voll in die Presse. Am Anfang waren das nur englische Sachen. Ich haue euch erstmal die Top-Tracks raus, die ich schon produziert habe. Und dann hatte ich mir überlegt, ich stelle euch meinen Artikel vor über den bunten Sand und wir machen hier live einen Song. Direkt hier on the air und hören uns den dann auch an. Aber vielleicht als kleinen Einstieg erstmal, was habe ich gemacht? Ich habe unseren Teaser-Text, unseren ganz normalen Teaser-Text von voll in die Presse, der unter jeden Shownotes steht, habe ich bei ChatGPT reingehauen. Und ich habe ihn erstmal bei DeepL reingehauen, weil ich dachte, das Ding ist nur auf Englisch. Das kann aber auch Deutsch, wie ihr eben gehört habt. Und dann habe ich das da reingehauen, übersetzt mir das mal auf Englisch. Dann habe ich das Englische bei ChatGPT reingehauen und habe gesagt, mach mir mal ein Happy, Friede, Freude, Eierkuchen, Uplifting Song-Lyrics da draus. Dann habe ich die Song-Lyrics genommen und habe die bei Suno AI reingehauen. Und dann habe ich verschiedene Ergebnisse bekommen, die ich euch jetzt ganz kurz, ich spiele sie nur an. Wir müssten das durchhören. Ich hau das morgen alles oder die Tage alles bei YouTube hoch. Dann könnt ihr euch die ganzen Lieder, das sind wirklich vollständige Lieder, könnt ihr euch das anhören. Da kommen wir dann auch alle persönlich vor. Also, weil das ja in den Shownotes auch steht. Da steht dann der Prolo Ferrari and Ben Cartwright in the Sky und so ein Scheiß. Und ich fand das einfach geil. Und vielleicht hört ihr das jetzt hier schon raus. Ansonsten müsst ihr euch das unbedingt später mal anhören. Das erste Lied, was ich da getextet habe, oder in dem Fall, also das erste heute zum Einstieg, das habe ich tatsächlich selber getextet mit dem Strand. Aber die hat jetzt ChatGPT aus unserem ganz normalen Teaser-Text getextet. Und das erste, was da ist, heißt
VIDP for you and for me. Das ist hier Version 1. Achtung, jetzt festhalten. Okay, das reicht. Ja. Das war Version 1. Also die Texte sind auf jeden Fall eine klare 9 auf der Scooter-Skala. Und Ben, lass bitte die Klamotten an. Ich hab Uplifting geschrieben. Dann habe ich ein bisschen den Prompt verändert und habe gesagt, mach mal hier ein bisschen Elektro, ein bisschen deeper, darker. Und dann kam das raus. In a world full of totally weird news, where the bizarre becomes the muse. Truth lies in social media views. Welcome to the scene, no time to lose. VIDP, the media podcast of delight, where stories shine day and night. Curious, embarrassing. Also wer das so weiterhören will, der muss sich das dann bei unserem YouTube-Kanal anhören. Und dann für den Beef und für mich, der Beef guckt schon ganz gequält, weil der steht auch nicht auf die Mucke, habe ich noch ein bisschen den Prompt noch mal ein bisschen geändert und ein neues Lied geschrieben. Ich habe es einfach spontan geschrieben oder schreiben lassen und habe dem Ding gesagt, hier für den Beef, für den Hank Frank Schrader, unseren Ehrengast, für den Kein Friseur, unserem Lieblingsfreund, auch häufig Gast schon gewesen in der Sendung, schreib mir ein Lied, Thrash Metal, Power Chords, VIDP in Hell. Achtung! So. So. Ja, sehr, sehr geil. Was ja die Zuhörer jetzt nicht sehen konnten, ist, wie der Beef der Headbanging gemacht hat und die ganze Zeit Sachen durch den Raum getreten hat. Genau. Der Beef, der irgendwie... Hast du diesen Klappstuhl gerade Hast du den hier gerade in meinem Studio zerhauen? Ja. So, also das ist eine ziemlich geile App. Und ich habe mir jetzt gedacht, wir machen das jetzt hier einfach mal live. Wir machen das jetzt hier live und ich mache jetzt einen Song aus meinem Artikel, den ich da mitgebracht habe. Das geht ganz schnell. Und vielleicht, wir überspringen sogar noch ein paar Schritte. Mein Artikel, der heißt da nämlich Wunder unserer Erde. Das klingt schon wie ein Song. Und da geht es um die kuriosen Strände dieser Welt. Das stelle ich erstmal vor, weil wir sind ja ein Medienpodcast. Diese Strände leuchten bunt statt Puderzuckerweiß. Zum Glück, weil das ist ja scheiße, wie wir gelernt haben. Und es gibt tatsächlich eine ganze Reihe Strände, der Sommer hat es eben schon anklingen lassen, die in verschiedenen Farben tatsächlich rüberkommen, die nicht weiß sind. Zum Beispiel die Pink Sands, der Pink Sands Beach auf den Bahamas, der ist blau. Nein, der ist natürlich rosa, pink. Warum? Weil da die von den Krebsen da, der Kram da drin ist. Verantwortlich hier die Kleinstlebewesen mit rotem Panzer. Also ich schätze mal, es sind Krebse. Dann gibt es den Ramla Bay Beach auf Gozo, Malta. Der ist so, ja, so rostrot eigentlich gefärbt. Dann gibt es den Papakolea Beach auf Hawaii.
Der ist schlammgrün, auch eine geile Farbe. Rabida Island auf den Galapagos Islands ist, welche Farbe? Wer weiß es? Vielleicht an die Experten, wisst ihr es? Was haben wir noch nicht? Blau? Blau? Nee, noch eine andere? Ja. Leberwurst, grau, ich habe keine Ahnung. Dunkelrot. Dunkelrot, schwarz kommt auch noch. Pfeiffer Beach, Kalifornien, der ist lila. Und dann haben wir noch Playa de Ranubio auf Lanzarote, der ist schwarz tatsächlich. So, das war meine Geschichte, alles, was ich zum Sand zu sagen habe. Und jetzt würde ich gerne mit euch zusammen ganz kurz ein Lied daraus machen. Und jetzt nehme ich einfach den Text hier, kopiere mir das. Und ich bin sehr gespannt. Ich hau das hier rüber in die Suno-App. Der Text aus deinem Artikel. Ja, der Text aus meinem Artikel. Ich lese ihn gerade vor. Das ist, also ich habe nur den Eingang. Das muss ja kurz gehen. Diese Strände leuchten bunt statt Puderzucker weiß. Nehmen wir. Und dann nehmen wir noch die Einleitung, das kann ich auch gerade vorlesen. Wer an traumhafte Strände denkt, stellt sich ein endloses Band schneeweißer Sandkristalle vor. Ich habe jetzt immer Bilder im Kopf, wenn ich das lese, aber was soll man machen? Doch wer sagt, dass Strände nur in Ultraweiß schön sind? Wir stellen sechsfarbige Strandschönheiten rund um den Globus vor, von Hawaii bis auf die Bahamas. Das kannst du da so nicht drin lassen. Doch, das macht der schon. Pass auf. Ich will es ja hier schnell machen. Ich würde es jetzt normalerweise noch in ChatGPT hauen. Weiße Strände gibt es wie Sand am Meer. Wer sich nach optischer Abwechslung sehnt, ohne gnadenlos den Instagram-Filter zu strapazieren, findet rund um den Globus besondere Küstenabschnitte. Bla, bla, bla. So, mehr nehmen wir jetzt nicht. Und jetzt, pass auf, das ist ziemlich lustig, diese App. Jetzt packe ich das hier rein. Ich kann auch den Bildschirm teilen. So, wir machen hier die Lyrics genau 1:1 da rein. Zack. Wir machen den Style, schreiben wir jetzt mal Funny German Rap. Und jetzt kreieren wir das. Und das Ergebnis spiele ich euch gleich vor, damit das jetzt hier nicht zu lange dauert. Macht ihr mal weiter und gleich gibt's die Auflösung. Wer will? Ja. Sag mal, komm. Okay, dann steige ich jetzt ein. Ich habe ja hier vorhin so ein bisschen schon angeteasert von einem spektakulären Material, wo Sand drin vorkommt. Aber erstmal steige ich ein mit einem Begriff und ich glaube, ich habe die Monte jetzt auf jeden Fall auf meiner Seite. Das ist nämlich hoffentlich ihr Thema. Dann habe ich direkt eine Expertin hier für meinen Artikel zur Hand. Und zwar Quasikristalle. Quasikristalle, ich lese mal kurz vor, was das sind. Das sind Materialien, in denen die Atome wie ein Mosaik angeordnet sind, in regelmäßigen Mustern, die sich nie auf die gleiche Weise wiederholen, anders als in gewöhnlichen Kristallen. So, das erklärt übrigens Luca Bendi, der ist von der Universität Florenz, ein Geologe. Und diese Kristalle, die Quasikristalle, deren Definition ich gerade vorgelesen habe, die kommen eigentlich nur vor in Meteoriten. Also die kommen hier von außerhalb auf unsere Erde geknallt. Extraterrestrischer Natur. Und extraterroristisch. Genau. Und jetzt muss ich eine kleine Ausnahme noch machen. Es ist auch bekannt, dass in kleinen Mengen diese Dinger entstanden sind im Rahmen von der Prollo hat es witzigerweise eben schon genannt. Könnt ihr es euch vielleicht denken? Im Rahmen von Atomversuchen sind solche Dinger auch entstanden. Und jetzt hat man aber wohl, es wird hier so ein bisschen als Sensation zumindest verkauft hier in dem Beitrag, das war schon letztes Jahr, hat man das war Nebraska, USA, Moment, Sand Hills National Park im US-Bundesstaat Nebraska, genau. Da hat man jetzt einen Quasikristall entdeckt, von dem man davon ausgeht, dass der weder Meteorit ist, noch von einem Atomversuch irgendwie ein Überbleibsel ist,
sondern sozusagen irdischer Herkunft ist, wobei das auf spektakuläre Art und Weise wohl entstanden ist, dieser quasi Kristall. Und zwar spielt da jetzt der Sand rein, der ja hier die Sendung prägt. Und zwar geht man davon aus, dass ein Blitzeinschlag, der auch eine Stromleitung gekappt hat in der Wüste, dass der durch die hohen Temperaturen und was weiß ich, was da bei so einem Blitzeinschlag noch sonst so passiert, dass der dieses, aus dem Sand in der Wüste, dass der diesen Quasi-Kristall sozusagen produziert hat in Nanosekunden oder. Also quasi gegrillt. Gegrillt, genau. Und das gilt jetzt wohl unter Forschern als Sensation und man geht davon aus, dass es dementsprechend auch noch mehr auf der Erde davon geben müsste. Und diese Quasikristalle, das jetzt nur am Rande, die sind auch für die Industrie sehr interessant. Also industriell können die auch irgendwie gut genutzt werden. Ja, was sagt ihr dazu? Haben unsere Experten da vielleicht sogar eine Meinung zu? Nee. Die Bodensphäre ist nicht bekannt für so krasse Bedingungen. Da geht es nicht so ab. Ich hätte jetzt gedacht, Monte, vielleicht kannst du mir da zustimmen, dass auch so ein Impact, ne, so ein Meteoriteneinschlag, da wird doch bestimmt auch ausreichend Energie frei, als dass da irgendwie so quasi Kristall, also weil da schmilzt auch das alles. Das heißt, was der Kristall entsteht gar nicht, der kommt gar nicht von den Außerirdischen, sondern der entsteht beim Einschlag. Durch Hitze, Druck, was auch immer. Vielleicht, wer weiß, vielleicht. Also diese Art von, also ja, im Endeffekt, wenn man Blitzeinschlag, weil Samme jetzt erzählt hatte, dass man überlegt, ob das durch einen hohen energetischen Aufwand durch einen Blitzeinschlag entstanden ist, gibt es ja zum Beispiel diese Fulgurite, heißen die, glaube ich. Fulgurite, das sind quasi eigentlich Schmelzen, die entstehen und das ist zum Beispiel auch bei Sand typisch, dass halt der Blitz einschlägt, so hohe Wärme mitbringt, dass man halt im Boden dann eine Verschmelzung hat der Sandkörner. Also du hast quasi einzelne Sandkörner oder verschiedene Partikel, die dann anschmelzen und dann zueinander wie so eine, das sieht aus wie so schwarzes Glas, das kennt man von vulkanischen Glasen auch, die heißen dann Fulgurit. Und die Definition von Quasikristallen, muss sagen, ich kannte die jetzt nicht so, aber das stelle ich mir auch sehr schwer vor, weil du hast ja gesagt, dass es auf atomarer Ebene weist man ja nach, wie die Anordnung der Atome ist, also wie sich die Moleküle aufbauen und die Symmetrie der Kristalle dann überhaupt entsteht. Das ist ja anhand von dem Atombau eigentlich nachweislich. Wie man das dann überhaupt auflöst, ist ja auch so eine Frage, mit welchen mikroskopischen Möglichkeiten man da hat. Da gibt es ja wirklich, da ist man ja sehr begrenzt, sagen wir mal so, auf so eine Ebene zu schauen, also wo man wirklich vom Atomaufbau von einem Material reden kann. Nichtsdestotrotz, die gibt es bestimmt, aber diese Quasikristalle, ich kannte die jetzt so nicht und wahrscheinlich würde ich jetzt sagen, dass das aber durch, wenn die sagen, durch Blitzeinschlag, entstehen auf jeden Fall, können Schmelzen entstehen und Schmelzen heißt halt, dass komplett die atomare Ordnung von dem Material, egal ob Sand, Ton, was auch immer da ist, welche Verbindungen da sind, ob Aluminium, Silizium, alles was da drin rumschwirrt, wird halt geschmolzen und hat dann keine Ordnung mehr, ne? Das ist ja auch die Definition einer Schmelze, es ist dann nicht mehr kristallin. Und ein Quasikristall ist ja quasi anscheinend so ein Übergang, wo man eine atomare Ordnung feststellt und dann feststellt, dass diese Ordnung aber so nicht existiert bisher. Und ich denke mal, dass das wahrscheinlich das ist, was da jetzt, ich kenne den Artikel nicht, aber und durch einen Impact zum Beispiel ist es so, genau, passiert genau das Gleiche. Du erzeugst Schmelzen durch diese hohe Energie, die entsteht in, durch den Aufprall von dem Asteroiden, Meteoriten, was auch immer. Wir hätten tatsächlich noch einen Astrologen mitbringen sollen, konsequenterweise. Ja, wahrscheinlich. Astronomen. Astrologe, weißt ja, du, so sind, Astro. Ob die jetzt noch fachlich viel Astro, zu beitragen könnten. Wie auch immer diese Leute heißen. Sternkreis Q, der Heilpraktiker der Astronomie. Ich fand es einfach nur spannend, was so wirklich innerhalb von so Nanosekunden aus Sand
bei den entsprechenden Bedingungen, was da so entstehen kann. Also ich meine, jeder war vielleicht schon mal in einer Glasbläserei oder so, ja, das ist irgendwie auch schon spannend, aber dass da schlägt irgendwie so ein Blitz ein und plötzlich hast du da so ein Quasi-Kristall liegen. Ja, ich muss auch sagen, es ist jetzt zu bedauern der Zuhörer, aber ich habe ein ganzes Museum aus Dünnstiften hier um die Ecke, in der Ecke liegen. Und da gibt es unter anderem auch so eine Schmelze, die durch Blitzeinschlag bei einem Kollegen aus Dortmund auf dem Hof entstanden ist. Oh. Da haben die danach, also da war ein Blitzeinschlag an so einem Baum. Und da haben sie danach dann, das war wohl ziemlich intensiv. Und dann haben sie das ausgegraben, weil sie da irgendwas neu bauen wollten, erst später. Und dann haben sie gesehen, dass da überall schwarzes Glas ist im Boden. Und konnten sich das nicht erklären. Also ich kann den auch gleich mal holen und euch den hier reinzeigen. Das ist ein ganz kleines Fragment, den wollte ich auch die ganze Zeit schon untersuchen eigentlich. Und das ist super abgefahren. Er hat halt dann erzählt, wie das so zustande kam und irgendwo in Dortmund auf dem Hinterhof, ne? Also das kann wirklich bei jedem zu Hause passieren. Abgefahren. Also, ja. Hast du eigentlich so eine Schublade oder vielleicht auch einen ganzen Schrank oder Raum von Sachen, die du dir mitnimmst, so als Heimarbeit, die du mal untersuchen wolltest? Oder war das jetzt eine Ausnahme? Das sage ich jetzt nicht zu. Das habe ich nur wieder, weil ich irgendwann mal Steingarten. Ja, weil ich habe irgendwann mal meinen Leuten erklärt, dass ich Bodenkunde studiere und die können da alle nichts mit anfangen. Deswegen habe ich hier ständig irgendwelche Steine geschenkt bekommen. Die gingen alle noch bei mir rum. Womöglich sogar so Heilsteine. Das kann ja der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. Also wir können da gerne den Kontakt herstellen. Gib mir mal deine Adresse, dann hast du morgen so ein Paket bei dir. Und ich frage mich gerade, ob ihr beiden vielleicht auch, man kennt das doch bei Kindern, also okay, auch bei meinem Sohn, da werden Steine sind da so faszinierend, da werden so lange gesammelt, bis die Hose rutscht, weil die Taschen zu schwer werden. Und habt ihr auch als Kinder schon euch für Steine fasziniert? Nee, gar nicht. Es tut mir leid, nee, leider nicht. Ich muss auch sagen, ich hatte auch so Grundlagen in der Geologie, haben wir natürlich auch mitgenommen und ich bin dann eine Zeit lang auch durch den Harz gelatscht und fand das ganz cool, mal so grob einzuschätzen, was ist das jetzt? Das ist, bin ich ein bisschen neidisch, Munte. Also wenn man das drauf hat, da hat man wirklich eine ganze Menge, was man so sagen kann über das anstehende Gestein. Ist wohl auch spannend, einfach so zum Beispiel, wenn der Rhein mal so ein bisschen Niedrigwasser hat, dann durch so ein Flussbett, also nicht durch trockene Flussbett zu latschen, da findet man wohl auch so einiges. Das glaube ich. Habe ich noch nicht gemacht. Vielleicht sollte ich das mal tun. Aber dann vielleicht in der Spree. In der Spree, genau. Nee, ich habe ganz lange 10 Jahre in Bochum gewohnt, deswegen ist das eigentlich so meine Heimat. Also ach so, mir fällt jetzt zur Spree nur ein, ist da nicht irgendwie in Berlin, da ist doch auch alles irgendwie auf Sand gebaut, oder? Da das Regierungsviertel, ist doch so, oder? Der Flughafen. Wahrscheinlich. Ja. Genau, was war denn das eigentlich mit dem Flughafen hier, ihr Bodenexperten? Das war doch irgendwie so Moor oder irgendwas. Der Flughafen hatte doch da auch ein Riesenproblem dann irgendwie. Ja, ganz Berlin ist ursprünglich mal in einem Moorgebiet gebaut. Ja, das ist dann trockengelegt worden. Mhm. Und der Untergrund ist dann nicht dafür geschaffen, dass da eben große Bauwerke drauf errichtet werden. Ne? Früher, die Preußen haben das dadurch kompensiert, dass man halt große Eichenpfähle eingetrieben hat, um die Fundamente zu stabilisieren. Ne? Aber das ist manchmal eben auch verloren gegangen. Und das ist so ein Teil der Pannenserie dann bei dem Flughafen gewesen. Ja. Soll ich jetzt einen Karlauer mit Miles in Moor bringen für den nächsten Lufthansa-Flug? Hau raus. Der ist schon zu spät. Nein, schon gut. Das ist das so ein Prolo-Witz, den ich erst beim Schneiden verstehe. An Mehrfachhörer. Miles in Moor. Okay, Housekeeping muss sein, um den Sommer so richtig heiß zu machen, braucht er diesen Sound. Den du jetzt nicht hörst. Der Alarm. Okay, das ist sozusagen die Vorwarnung. Ja. Das ist hier für die es nicht hören, eine Sirene. Und da wird der Sammer immer ganz wuschig. Dann denkt er an sein Quickie und bereitet sich vor, fängt an mit den Zetteln zu rascheln. Aber
wir haben auch noch ein paar Minuten Zeit, also wir müssen das jetzt hier nicht hart abbrechen und ich muss ja auch noch das Ergebnis von meinem kleinen AI-Song vorspielen. Bevor wir das machen, wer hat noch was für die Runde? Wer möchte noch mal? Wer weiß noch was zu Stein, Boden, Arschgeröll, was auch immer? Ach, ich habe da noch, wenn ich darf. Natürlich, ja, das war die Frage. Ja. Ja. Ja, der Beef hatte ja vorhin erzählt von dieser Rohstoffknappheit Sand. Mhm. Und ich fand ganz interessant dazu, zwar traurig, aber trotzdem interessant, die Sandmafia. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. In Indien, Afrika, überall da, wo man halt, ja. Oder im Spielplatz. Bei Spielplätzen, in genau. Also ich schon mal ja, aber das sind nur die kleinen Fische. Es ist, genau. Also eigentlich sind es auch kleine Fische, glaube ich. Es ist keine organisierte Mafia jetzt wie, na egal. Auf jeden Fall, sie reden nicht über Italien, sondern es ist wirklich so, dass zum Beispiel in Indien, da gab es ganz viele Artikel dazu in diesen Forbidden Stories von der Non-Profit-Organisation zum Beispiel, die von Journalisten veröffentlicht worden sind, die aus Indien waren, danach zum Beispiel zu Tode kamen oder hohe Verbrennungen erlitten haben, auf denen Anschläge verübt worden sind, weil halt durch diese Rohstoffknappheit, das ist irgendwann aufgefallen, dass wenn man halt zum Beispiel inlandmäßig Sand abträgt, dass halt dann der Sand über die Flüsse zum Beispiel auch nicht mehr zum Meer getragen wird. Also dass sich so Kreisläufe ergeben und dann hat man da eingegriffen und gesagt, wir müssen das irgendwie limitieren. Und das hat man wohl in Indien 2013 jetzt als Beispiel gemacht. Und hat das limitiert und daraufhin ist ganz stark dieser illegale Abbau von Sand gestiegen. Und das nennt man Sandmafia, also sind Sandmafiosis quasi, die halt illegal den Sand verkaufen. Und der dann, tada, nach einer Harvard-Statistik landet das in Europa, dieser Sand. Hm. In Asien, also Großteil Europa, aber auch Asien, China hat wohl viel, was ist ja irgendwie, warum auch immer. Und Nordamerika ein bisschen. Ja, also die verschiffen den richtig. Das ist ein richtig, also genau. Organisierte Kriminalität. Das genau, und größere Unternehmen kaufen den halt dann, also kaufen den an, sagen dann, ja, wir nehmen den an und können den offiziell dann verkaufen. Das ist ja alles jetzt, die Strukturen sind ja jetzt auch nicht so überblickig wie jetzt in Mitteleuropa sozusagen. Mhm. Und dadurch ergeben sich halt diese mafiösen Strukturen wirklich, wo Leute dann, ja. Also wenn der Zöllner am Hamburger Hafen demnächst die indische Besatzung fragt, was habt ihr geladen? Und die sagen, ja, Sand. Dann muss er hellhörig werden. Richtig. Unbedingt. Richtig. Also ganz kurz, ich habe auch hier, das ist noch aus meinem Spiegelartikel, da geht es auch um das Thema China. Also tatsächlich werden, die sagen hier, 52-56% des weltweit verbrauchten Sandes würden in China verarbeitet. Also das scheint eben da, also gigantische Mengen, sei es eben für Produkte, die dann letzten Endes wahrscheinlich auch zum Beispiel von Solarzellen bis sonst wohin, die dann nach Europa und USA verkauft werden, aber eben auch Beton, also sprich in China gibt es nach wie vor einen Bauboom, da wird wirklich wie irre gebaut, da wird also wohl auch sehr viel Sand verbraucht, das heißt also wenn ich, also jetzt mal rein hypothetisch, wenn ich in der Sandmafia tätig wäre, würde ich mir auf jeden Fall versuchen, chinesische Kunden zu suchen, damit ich da einigermaßen gesicherten Absatzmarkt finde. Hm. Gehört eigentlich zur Bodenkunde auch der Meeresboden? Ja, auf jeden Fall. Weil das ist ja da auch ein großes Thema, ne? Irgendwie das Abbaggern vom Meeresboden, um irgendwelche Sande oder sonstige Gesteine da abzutragen, ist ja auch ist wohl ein großes Problem oder wird eins. Also ich weiß nicht, wie gerade da der aktuelle Stand ist. Ja, das sind vor allem diese Manganknollen, die da unten irgendwie lagern, wo man sich auch gerade noch entscheidet, ob es sich lohnt, die abzubauen und so. Ja, das ist natürlich auch Teil meiner Aufklärungsarbeit immer, ne? Also Böden, die du zerstörst, sind erstmal auf Jahrhunderte oder Jahrtausende unwiederbringlich verloren. Das muss man auch ins Bewusstsein rufen, ne? Hast du vollkommen recht.
Ja, und die ganzen Organismen, die da leben. Also ich glaube, man weiß, wie der Pollo schon sagte, der hat das irgendwie auf die Luft bezogen, was man in die Luft hinauspustet. Das gilt genauso irgendwie an anderer Stelle im Meer. Also wenn man sich, man weiß ja überhaupt gar nicht, was für Folgen das alles haben wird, wenn man da irgendwie in großem Stil abbaggert und plötzlich kippen uns die Meere um. Also irgendwie ist schon eine verrückte Zeit. Genau. Deswegen habe ich noch eine letzte Sache, die ich mitgebracht habe selbst. Ich konnte mich für keinen Presseartikel entscheiden. Da bin ich nicht kreativ genug und ich hatte auch zu große Angst, dass ihr sozusagen einen den gleichen ausgewählt habt. Aber ich bringe tatsächlich den Boden des Jahres. Das ist eine Initiative aus verschiedenen Organisationen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft im Bundesverband Boden und so mit. Und das sind nicht so diese klassischen Bodentypen mittlerweile mehr, wie der Potsohl zum Beispiel, die bodenkundlich naturwissenschaftlich definiert sind. Zum Beispiel in diesem Jahr ist es der Waldboden. Ja? Der Waldboden ist eben tatsächlich differenziert nach der Nutzungsform. Und wenn man was über Böden lernen will, Waldböden entwickeln sich übrigens mitunter auch auf Sand, ne? Das ist auch alles möglich, gerade im norddeutschen Raum, dann kann man über den Boden des Jahres, glaube ich, auch eine ganze Menge lernen und die Böden auch ein Stück weit zu schätzen lernen. Also ich muss beim Waldboden fällt mir jetzt auch direkt irgendwie Regenwaldboden ein, der ja auch irgendwie, wenn da... Ich glaube, der ist gar nicht so tief brauchbar, wenn der einmal irgendwie da abgeholzt und weggewaschen ist, ein paar Zentimeter, dann ist der kaputt. Ja, genau. Ja. Also ist zumindest kein ergiebiger Boden zum Anbau von irgendwelchen Getreide oder was auch immer halt, egal. Also das ist, glaube ich, das Grundproblem und dass du dann halt einfach im Prinzip den positiven Effekt, den der Wald hat, also nicht der Boden, sondern der Wald selbst, der drauf wächst quasi und der da gut drauf wächst, dass das nach wenigen Jahren dann im Prinzip völlig hinüber ist und dann ist es mehr oder weniger Brache. Also sprich, du kannst da nichts mehr mit anfangen. Das Wüste ist das Grundproblem. Und ja, Wüste nicht unbedingt, sondern eher Brache, also im Sinn von nicht mehr nutzbar in irgendeiner Form. Und das ist tatsächlich das Grundproblem. Besser hätte ich es nicht formulieren können. Das stimmt. Oh, Leute. Hey. Ja. Note 1. Ja, das hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Das werden wir jetzt die nächsten Folgen immer wieder hören. Ich möchte auch mal fürs Protokoll sagen, dass wir ja schon in einer der fast früheren Folgen dank dem lieben Prollo den Boden des Jahres präsentiert hatten. Christoph, ich habe dich nicht darauf hingewiesen, weil wir in der Folge auch irgendwas mit einem Swingerclub hatten und ich dachte, zur Kontaktanwarnung ist das vielleicht ungeeignet. Also es geht um den Boden des Jahres, nicht um den Beckenboden des Jahres. Der Boden des Jahres. Ja, aber tatsächlich... Du bist auch der Typ, der so Geschichten zum Peniskäfig und so Sachen immer wieder hier reingebracht hat. Also, das ist alles seriös. Ist halt ein vielseitig bespielter Mann. Was würden wir ohne den Boden des Jahres tun, ja? Ja. Ja. So ist es, ja. Ja. Und deswegen kann ich nur, aber wir finden bestimmt, ich bin hoffentlich nicht das letzte Mal hier bei euch im Podcast, ich komme gerne wieder, wir finden bestimmt auch eine Verbindung von Böden zu, was waren das, Peniskäfigen. Das ist überhaupt keine Frage. Alles hat einen Boden, nur der Peniskäfig hat zwei. Ich hätte ja, also ganz so niveaulos nicht, aber ich hätte noch so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 insgesamt Fragen oder Punkte rund um das Thema. Ich würde sie nicht alle runterleiern, aber ich hätte so 2, 3 Fragen, vielleicht können wir da nochmal an. Ja, nehmen wir die ersten 10. Die ersten 10, genau, statt der 11, ne, genau. Das ist so ein bisschen, ist aber jetzt niveaulos, das ist das Problem. Also ich glaube jetzt von dem, was wir eben gehört haben, da kommen wir jetzt schon wieder auf den Boden der Tatsachen. Und das ist tatsächlich... ein paar Fragen rund ums Thema. Ein bekannter Hit einer amerikanischen Metalband Metallica? Mhm. Enter Sandman. Traumhaft. Was will denn Nena zum Beispiel in ihrem Lied Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann bauen? 99 Bodendecker? Schloss aus Sand. Schloss aus Sand, traumhaft. Sensationell. Eine deutsche Schauspielerin, die derzeit mit den Filmen The Zone of Interest und Anatomie eines Falls erfolgreich in den Kinos ist. Irgendeine Sandra? Sandra Hüller, genau, ja. Sensationell, genau. Hast du dir das selber ausgedacht? Ja, ich selber zusammengesucht, ja, genau. So ein berühmter amerikanischer Gitarrist mexikanischer Herkunft. Sandy John Beach. John Fruschente? Ja, okay, passt aber vom Namen her nicht. Carlos Santana. So, der Bösewicht im Schuh des Manitou, verkörpert von Sky Dumont.
Santa Maria. Santa Maria, genau, da ist er, genau. Was ist denn Santalum Album? Was? Santalum Album. Ach Leute, kommt, weiß doch jeder. Der Sandelholzbaum, also mein Gott, ganz ehrlich. Was eint denn die Chugoku-Autobahn, den gelehrten Kawamoto Kömin und den Fußballer Tomowa Takahata? Die Dünnschliffe. Fast. Die Magnathitte. Ja, knapp dran. Dann würde ich sagen, die Gründungssohle. Ja, sie stammen alle aus der japanischen Stadt Sanda. Ja, genau. Oh. Wer war laut des deutsch-italienisch-französischen Fernsehserie aus dem Jahr 1976, also für die Jüngeren von uns, der Tiger von Malaysia? Sandokan. San Diego. So, Sandokan, das haben wir wusste, ist sensationell. Ich bin du begeistert. Solltest als KI arbeiten. Ja. Was ist denn der Tunga Penetrans? Peniskäfig auf Latein. Fast. Das ist ein Floh aus der Familie der Sandflöhe. So, da sind wir nochmal. Ja. Genau, dann, was haben wir denn sonst noch hier? Ach so, jetzt kommt als glorreicher Abschluss. Lothar Matthäus geht immer. In welcher Form hat Lothar Matthäus einmal ein bekanntes Sprichwort, vermutlich versehentlich, umformuliert? Man soll den Sand nicht in den Kopf stecken. So, das ist es doch, ein grandioser Abschluss. Seht ihr mal meine Fußballexpertise. Hollo, der absolute Fußballkenner. Genau, ich habe noch einen, das ist jetzt aber eigentlich ein ganz schönes Zitat, einfach nur, wer hat das denn gesagt? Es ist nur ein Job. Gras wächst, Vögel fliegen, Wellen spülen Sand weg, ich verprügele Leute. Boah, der König von St. Pauli. Knapp dran. St. Pauli. Nee, St. Pauli. Ja. Nein, es ist Muhammad Ali. Also da ging es mir nur um das, die Wellen spülen den Sand weg, genau. Ich glaube, sonst habe ich nichts Niveau. Das hast du dir mehr selber zusammen recherchiert? Das habe ich mir zusammengesucht, ja, tatsächlich. Oh, dann ich habe mit meinem Tonstudio richtig aufgeregt. Director B. Rogers. Ja, genau. Ich habe übrigens ich noch das Bezüge zu Dune und Dune 2 weggelassen, weil das wäre jetzt zu offensichtlich gewesen. Also irgendwie Sandwürmer oder sowas, also das ist jetzt schon irgendwie... Ich bin gespannt, ob ihr es hört, aber ich würde das Quiz gerne abschließen mit einem Eigenbeitrag. Von wem stand dieses Zitat? I don't like sand. It's coarse and rough and irritating. And it gets everywhere. Das Anakin Skywalker. Völlig korrekt. Sehr gut. Genau. Oh, krass. Ja. Genau. Das weiß ich deswegen übrigens, weil ich es auch recherchieren wollte. Ich habe es dann aber weggelassen. Ja, danke. Herzlichen Dank. Ich habe noch eine ganz kurze Frage. Jetzt ohne Scheiß jetzt. Also jetzt meine ich jetzt ernst. Die Geologen unter uns. Und Leute, die sich quasi in Sol und sowas. Wie geht ihr mit solchen Hollywood-Filmen à la Reise zum Mittelpunkt der Erde und sowas um? Oder wenn irgendeine Rakete in das Magma... Das ist ja erstmal ein Buch von Jules Verne. Das ist ein Jules Verne-Buch. Aber es gibt ja danach auch verschiedene Verfilmungen. Aber es gibt auch zum Beispiel so einen Film, wo letzten Endes wo mit einer Rakete dann irgendwie quasi in das Magma reingeschossen wird und die Leute sind... Kann man das ernsthaft gucken oder denkt man sich, Leute, was für ein unfassbarer Scheiß? Aber ehrlich gesagt, wir als Büromenschen, wenn wir Stromberg sehen, uns geht's doch ähnlich, oder? Es ist ja nicht alles aus der Luft gegriffen. Ja, aus der Luft schon mal gar nicht. Also das ist, bleiben wir mal auf dem Boden hier. Also, nee, aber ganz ernsthaft, also kann man das irgendwie gucken oder denkt man sich halt, so ein völliger Unsinn? Das gibt so das... Barbara, St. Barbara Fest, ich weiß nicht, ich glaube 4. Dezember oder so, wo man die heilige St. Barbara feiert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Schutzpatronin der Bergleute. Gerade im Ruhrpott ist das so bekannt. Da guckt man gerne solche Filme und trinkt viel Alkohol. Okay. Soll ich den Termin mal aufschreiben für Folge 127? Ja. Machen eine Barbara-Spezialfolge. Barbara-Spezial, genau. Die heilige Sankt-Barbara. Ich hab halt den Vorteil, dass es keine Kinofilme gibt, zumindest mir nicht bekannt, die sich irgendwie ums Thema Boden drehen, außer der Marsianer. Ja, ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen. Denkt, ne? Ja. Und der hatte wissenschaftliche Beratung tatsächlich. Die haben eine Studie als Grundlage genommen, die eben Marsböden in ihren chemischen Eigenschaften untersucht und untersucht, ob man mit Scheiße zusammen eben den Marsboden fruchtbar machen kann. Ne? Nee, aber Strände. Das ist so
Also, ja, gut, er hat doch keine Fische auf dem Mars. Also, das ist schon schwierig. Da muss der Marsianer da hinkacken. Ja, genau. Ja, auch, geht das, doch. Der teuerste Schäfer. Wo ein Wille da im Weg. Ich meine, er züchtet ja quasi Kartoffeln da, ne, letzten Endes. Also, das ist ja, ja schon. Und das passt so halbwegs. Also, ich meine, ich war jetzt tatsächlich noch nie auf dem Mars und man wird es ja vielleicht auch in den nächsten 3, 4, 5 Jahren nicht erfahren. Echt? Ja, irgendwie komisch. Ich lasse es mir gefallen, weil ich sage, ey, das wäre doch cool, wenn ich mal auf dem Mars lande und wenigstens einen Skill hätte, der mich da irgendwie weiterbringt. Ja, da hast du auf jeden Fall den Boden des Jahres, würde ich also sagen. Bei Ballaststoffe sind das Geheimnis. Ja, auf dem Mars sowieso, da ist der Boden des Jahres sowieso. Träumchen. Soll ich meinen Quickie jetzt raushauen? Oder ja, hau dein Quickie raus und dann hören wir zum Abschluss das Lied von meinem Artikel und dann ist over. Kannst du die Kamera dabei laufen lassen oder ist schwierig? Ja, wir sind jetzt ja unter uns. Mach, leg los. Ja, alles klar. Ganz kurz, Ostseebad Kühlungsborn. Also da habe ich noch nie von gehört, aber ist anscheinend... Da war ich schon. Da warst du schon. Da war ich schon, ja, ja. Da weißt du dann... Das ist ja eins der Erholungsgebiete in Ostdeutschland tatsächlich gewesen. Da sind richtig tolle Bauten. Also die sind 30 Jahre alt oder so. Aber Kühlungsborn, da hat mein Sohn auch bei ganz üblem Wetter schon im Meer gebadet. Ja, ja. Und es ist also Mac-Pom. Mitunter, ich habe es ja auch angekündigt, es ist mitunter arg gefährlich. Zumindest, wenn es... kurz vorher eine entsprechend starke Sturmflut gab. Denn was ist passiert? Also nicht nur ein Ereignis, sondern an verschiedenen Stellen von verschiedenen Leuten gemeldet und passiert, ist, dass da ganze Familien am Strand quasi im Treibsand versunken sind. Also die sind da mit der Feuerwehr angerückt, um die da aus dem Sand rauszuziehen, die Leute. Und was war passiert? Ich habe es ja jetzt schon vorher gesagt. Der Sand war irgendwie durch diese Flut so durchnässt an einigen Stellen, dass es nicht ratsam war, da eben drüber zu latschen. Und sonst konnte man, und es ist einigen passiert, drin versinken. Und der Rat irgendwie, da haben sich diverse zu geäußert, so wichtig war das. Also nicht nur Feuerwehr, sondern auch Wissenschaftler und das Umweltministerium und so weiter. Und es wurde dann geraten, bitte nur über trockene Abschnitte des Strandes zu gehen. Also Treibsand an deutschen Stränden, aufgepasst. Deswegen heißt das Wattenmeer auch Wattenmeer, weil sich da der Erste, der reingelaufen ist, gedacht hat, was? Wattenmeer? Oh, ja, ja. Ja, aber es ist jetzt niemand zu Schaden gekommen. Ja? Die sind alle heil wieder aus dem Treibsand raus. Alle sind gerettet worden, ja. Ich kenne ja Treibsand nur aus Cartoons und da saufen die ja immer ab. Das ist auch ein urbaner Mythos, sage ich mal, dass man in Treibsand so bis zum Scheitel versinken kann. Also das ist physikalisch unmöglich, weil das ist letztlich eine Suspension aus Sand und Wasser und die hat grundsätzlich eine höhere Dichte als der menschliche Körper. Das heißt, du sinkst aufgrund deiner Körpermasse so bis zum Knien oder maximal bis zur Hüfte ein und dann ist es eben physikalisch nicht möglich, weiter einzusinken. Aber rauskommst du trotzdem nicht alleine. Ja, dann gehe ich ab jetzt auch in die feuchten Strandabschnitte. Ja. Also wenn das so ist, dann ist mir das egal. Und oben schön gekühlt dann. Ja, dann stehe ich da drüber. Ja, nochmal Lob an den Fachmann hier, weil ich habe gerade witzigerweise das auch mal zum Thema Treibsand gegoogelt, irgendwie so ein bisschen nebenbei und da sagt er genau, dass die Dichte des menschlichen Körpers, dass das quasi unmöglich ist, also mehr als Bauch, sagen die jetzt hier, weil es einfach durch diese Wassersanddispersion ein weiteres Ungleichgewicht schlicht und ergreifend ausgeschlossen ist. Das ist irgendwie... Aber wenn du in Kühlungsborn unterwegs bist, dann bist du meistens auch ein bisschen betrunken und dann kommst du halt aus eigener Kraft nicht mehr raus. Ja, oder wenn du kopfüber reinhüpfst, dann ist auch blöd. Also ich meine, das ist dann wirklich blöd, ja. Yeah, this is big brain time. Wunderbar. Also ich finde, wir haben ganz viel angesprochen, wahrscheinlich auch sehr viel nicht besprochen. Das ist aber ein ganz bewusster Cliffhanger für die nächste Einladung an euch beide. Ihr müsst unbedingt wiederkommen. Und wir haben uns vorher geschworen, nicht wieder eine 2-Stunden-Folge zu machen. Deswegen gehe ich jetzt ein bisschen aufs Ende hin. Habt ihr noch irgendwas zu sagen, bevor es jetzt hier richtig Deutschrap-mäßig, funny Deutschrap
Funny aus German Sachsen, Rap. Aus Sachsen, Sande Domingo. Higher. Ja. Der ist es. Also, festhalten. Wunder unserer Erde. Wunder unserer Erde. Salam. Kommt. Wer an traumhafte Strände denkt, stellt sich ein endloses Band Schnee. Weißer Sand, Kristalle vor, doch wer sagt, dass Strände nur in Ultraweiß schön sind? Wir stellen sechsfarbige Strandschönheiten rund um den Globus vor. Von Hawaii bis auf die Bahamas. Diese Strände leuchten bunt. Statt Puna Zuckerweiß. Diese Strände gibt es wie Sand am Meer. Wer sich nach optischer Abwechslung sehnt um den Globus ganz. Besondere Küstenabschnitte. Diese sechs Strände treiben es bunt. Aus den verschiedensten Gründen. Diese Strände leuchten bunt. Okay, wer den ganzen Song hören will, ich hau das auch bei YouTube raus. Das ist einfach total geil, diese App. Die macht aus einem scheiß Zeitungsartikel einen Popsong. Aus scheiße Sand machen. Das ist dann unser Durchbruch. Das muss ein Durchbruch auch in der Hitparade und nicht bei den Podcasts. Ja, und ich glaube, damit haben wir alles zum Thema Sand gesagt. Das ist nicht alles, also ich glaube, ja, wir haben noch. Also alles für heute, was ja, jetzt noch. Im Bereich des Möglichen ist. Ich danke euch ganz herzlich für eure Mitwirkung. Das war richtig cool. Hat richtig Spaß gemacht. Also wir waren teilweise Deep Talk-mäßig unterwegs. Also Tiefsee war ja schon gefallen. Wir sind auf dem Boden der Tatsachen geblieben und wir haben unglaublich geile Wörter für unsere Shownotes bekommen. Ich will sie nicht zum 10. Mal wiederholen, aber ich habe sie alle auf dem Zettel. Also Dank an euch. Ja, Dank an euch, an Monte, an Christoph. Und gern auf ein nächstes Mal. Macht es gut. Unbedingt. Bis dann. Ciao. Ja. Ciao, gerne wieder. Tschüss. Tschüss, tschüss. Großartig, ciao. Danke.